For generations you've slept. No purpose, no call to wake you. But now, something has risen from the ruins of the old war. Their most beloved commander, Vor, on an urgent mission. To protect the twisted crusade they have begun. To transform the scattered colonies into an empire. To see that the Tenno, hidden and asleep, will never awake. Very good, Kurt. Wake up, Tenno. I see the Lotus has tried to wake you. Pity she's too late. You're my prize now, Tenno. No! We are taking this one with us. What has he done to you? I can't lose another Tenno. I am surging your Warframe's power systems. Quick, use your power. Defend yourself. Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, ein Übergangsprojekt, solange der liebe Rivano nicht Star Trek zocken kann. Und zwar ist das Ganze Warframe und ich zocke das Ganze im Koop mit dem lieben Hardscope. Hallo. Ja, genau. Und nicht wundern, wir sind jetzt hier im Pausemenü, weil ihr habt ja jetzt das ganze Intro gesehen, das ganze Gedöns, aber wir mussten jetzt noch was umstellen und wir mussten dazu Pause drücken, weil das gleich ins Spiel uns reinschmeißt und deswegen sind wir jetzt hier im Pausemenü. Und dann würde ich sagen, dann tun wir mal fortsetzen. Ich hoffe, die Lautstärke, die stimmt jetzt. Wir wollten jetzt alles einstellen, aber konnten natürlich keinen Soundcheck machen. Und ja, probieren wir es einfach mal, ne? Und go! Okay, fortsetzen. Oh Gott, was soll ich jetzt machen? Eins drücken für... Eins. Ah, ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es immer noch zu laut ist. Ich mache nochmal Option. Ich töte dich, ne? Und mach dann mal auch ein kleines Stück leiser. Okay, ja, weil ich glaube, bei mir ist es auch noch ein Stück zu laut. So, weiter geht's. Ja, ich geh nochmal kurz. Alter, Schwede, ist die Maus schnell. Audio. Nochmal ein kleines Stückchen leiser auch bei mir. Boah, ich muss noch was umstellen. Ja, wir konnten ja vorher nichts einstellen, deswegen müssen wir das alles jetzt hier. Aber das ist ja. Okay, Teil 1, den habe ich. Weiß nicht, ob es nicht immer noch ein bisschen zu laut ist. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Ich habe keine Ahnung, wir werden es dann sehen. Im zweiten Part wird es dann besser. Ja, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall so. Sitzt es schon mal. Warum muss ich denn auf 1 drücken, um den scheiß Schwert zu holen? Das ist so weit weg, die 1. Okay, halte Shift, um zu sprinten. Leertaste, um zu springen. Okay, wähle Nahkampfwaffe. Das ist übelst komisch mit 1. Teil 1, Warframe, Fertigkeit, Fähigkeit. Okay, auf E ist Nahkampf. Ja, und wer es noch nicht weiß, das Ganze ist hier ein Free-to-Play-Game. Wir zocken das auf PC. Und ja, logisch, ne? Sonst müsste ich ja gerne 1 drücken.
Und ja. Grafisch sieht's schon mal top aus. Jo, wenn ich da so runterschaue. Für ein Free-to-Play ist echt geil, das stimmt. Ich schaue mich erstmal um, ich habe hier noch so Sachen rumliegen. Nee, ich kann raus, gut. Ja, zuerst ist natürlich wieder mal Single-Co-op. Da müssen wir jetzt erstmal durch. Und dann. Da ist das Waffenlager. Alter. Ah ja, okay. Okay. Wähle deine Nahkampfwaffe. Was haben wir denn hier? MK1 Bo? Keine Ahnung, ich will das Schwert haben. Ah, okay. Du bist bei Nahkampfwaffe. Ich bin jetzt dahin schon bei Sekundär. Da warte ich jetzt mal auf dich, bis du auch dahin bist. Oh, das sieht ja schick aus hier. Ja, weil ich gucke mich schon mal so ein bisschen nach oben. Oh nein, okay. Was ist das da? Ah, ich nehm schon mal die Pistole. Nahkampf Teil 2. Ja, jetzt Tutorial schön gemacht hier. Oh. Okay, er kann es nochmal reloaden. So. Waffenlager voraus. Okay, greif, was du kannst. Alles? Kann ich alles aufnehmen? Nee, du kannst nur eines aufnehmen. Das habe ich auch gerade probiert. Nein, echt? Nee, ich kann mehr, aber ich kann alles aufnehmen. Echt? Ja. Ah, das kann ich noch mitnehmen? Nee. Also bei mir ist es so, wenn ich ein was aufnehme, dann legt es das andere wieder zurück. Ach so. Okay. Ja, das legt es wieder zurück. Oh cool, da gibt es hier diese... Da gibt es die Pistole und da gibt es diese Messer. Hm. Cool. Irgendwie reizt mich die Messer. Ich habe mir jetzt mal die Pistole genommen. Ah, auf rechts. Rechte Maustaste geht zielen. Okay. Ich probiere nochmal mit Waffe. Was ist jetzt besser? Stellt sich die Frage. Das was hast du denn zur Auswahl? Ich habe die Messer, so zum Messer zum Werfen. Okay. Und eine Pistole. Okay, ich habe die Pistole genommen. Die Messer hatte ich auch. Da war ich auch am Anfang überlegen. Ja, stimmt. Pistole ist besser. Nimm, was du kannst, okay? E für schnellen Nahkampf. Okay. Oh, die Sensibilität von dem Spiel ist schon echt heftig. Ich muss die noch mal runterstellen. Oh, scheiße, ich fall gerade runter. Was muss ich machen? Achso, man kann dann sich retten. Nee, scheiße. Doch, man kann sich dann versuchen zu retten noch. Bin runtergefallen. Das kann auch wieder nur mir passieren. Okay, dann gehen wir mal durch die Tür. Oh, alter Schwede, die Sensibilität. Das ist schon echt heftig. Ich finde die Grafik ist halt auch geil für ein Free-to-Play. So, nochmal. Ah, schön besser. Na super. Ach geil, du musst mal springen und dann zielen. Dann geht zur Zeitlupe. Yeah, geil. Oh, ich habe hier gerade den Typen vor uns, der wo hier das mit dem Portal und alles gemacht hat. Ja, aber machen sie keine Meldung, weil sie alle tot sind, du Vore. Was? F halten von der... Take what you can. You will require resources to build yourself into a diverse and effective warrior. Ah, okay, ich glaube, der ist gegen Pistolenmuni resistent. Nehmen, was du kannst, ich brauch gar nicht. Da sammelt überhaupt nichts ein. Oder muss ich das A mit X einsammeln? Nee. Ich bin sowas von voll beladen. Spind öffnen. Oh Gott. Spind öffnen nix. Kann nix einsammeln. Wir werden hier von allen Seiten beschossen, aber kapieren nicht, wo die sind. You made it. There's the extraction ship. Irgendwie muss da noch einer sein. Ah, da üben, oder? Jo. Headshot, der saß. Oh, Boss. Ja, am Anfang, das haben wir noch vergessen.
zu sagen, aua. Und zwar gibt es am Anfang auch eine Charakterauswahl hier. Ja, stimmt. Und die mussten wir aber leider rauskannen. Oh Gott. Und deswegen, ich habe den Excalibur genommen und der Hardstone. Ich habe den Volt, habe ich, der Electroman hier. Ich würde gerne ein bisschen mehr reden, aber ich bin gerade voll mit diesem Tutorial beschäftigt. Naja, das ist halt so, ne? Was muss ich denn machen, Alter? Ich krieg von dem gar keine Energie runter. Aua! Zur Abriegelung aufheben. Aua! Hast du den Typ schon besiegt? Nee, ich bin gerade beim zweiten Mal da dabei. Du musst den ein bisschen im Nahkampf angreifen. Boah. Und du musst mir hinter die Kisten da immer gehen. Zweimal und dann musst du vorsprinten und den Nahkampf ein bisschen angreifen, dann haut er ab. Und dann musst du weitergehen, dann kommt er nochmal. Dann haut er aber glaube ich nochmal. Aua. Oh, Alter. Da ist er schon also, wieder. Gewaltfrei ist das definitiv nicht. Alter, wie ist sie zerflickt? Aua. Gott, irgendjemand schleudert da mit Blitzen um sich. Bestimmt der Alte. Schaut auch geil aus, wenn du so dann in der Zeitlupe fliegst und dann so schießt. Ist richtig cool. Naja, hab ich gesagt. Muss mal springen und zielen. So, Gesundheit ist voll. Dann müssen wir da lang. Wie hoch bist du denn? Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh. Alter, oh, überall Blitze. Konsole X. Da muss ich ein bisschen Obacht geben. Die haben Abriegelung mich richtig aufgehoben, okay. Rückgehauen. Doppelsprung, drücke Leertaste, während du dich in der Luft befindest. Wandlaufen horizontal. Cool. Oh, das ist auch geil. Mit der Seilrutsche fand ich gerade cool. Alter, wo ist der Typ? Ja, ja. Ach, das stimmt. Ich hatte keine Seilrutsche. Boah. Ah, hier. Wähle eine Premierwaffe auf. Oh! Oh, da gibt's den Bogen. Und einen Braton. Onkel, wie weit bist du denn? Weil sonst würde ich mal hier bei der Premierwaffe auf dich ein bisschen warten. Nicht, dass ich dann mit dem Tutorial durch bin und du. Ich bin hier, keine Ahnung. Ich hab Haufen Gegner. Okay, gut. Dann warte ich mal ein bisschen. Und schau mich hier mal so ein bisschen um. Vielleicht finde ich noch was. Ey. Das muss doch irgendwo der Typ sein hier. Ach so, muss hinterher rennen. Ja, kam ich von da, ja. Das hier? So, ja, schöne Steinhöhle hier. Ah, da hinten sind noch Kisten. Cool. Zack, was haben wir denn hier? Reddits. Oh, das sieht doch schon. Ah, ne, da war es nicht. Ist auch sowas wie ein Inventory oder so? Ah, ich hätte darüber gemusst, okay. Ah, was haben wir denn hier? X für den Spind öffnen. Ah, da gibt es auch verschiedene Spinde, da kommen dann immer so Items rausgedroppt, wie oder wie ein bisschen Leben, Muni für die Premier oder Sekundärwaffe. Ja, ja. Halt ich mich hier rüber. Puff. Teil 5, Basis-Schrittbewegung ist. Warum bin ich denn eigentlich langsamer als du? Das verstehe ich gar nicht. X für Seilrutsche benutzen. Ah, ich muss hier wieder so ein. Ah, das ist ja auch geil. Was haben wir denn hier? Achso, jetzt bin ich ja bei den Primärwaffen. Aber okay, ich will noch keine, weil ich immer noch ganz kurz rechts und links gucke hier. Auf der einen Seite ist ein Spinde, da ist noch ein bisschen was innen. Jojo, das habe ich schon rausgeholt. Noch irgendwas? Ah, hier hinten geht's. Ach, da hinten geht's noch weiter mit den Spinden. Die Spinden doch.
Ah, ich bin gerade zum Überlegen, was ich nehme. MK1, das klingt so nach einer Schrotflinte. Ich glaube, ich würde mir den Bogen nehmen. Hm. Ich nehme den Bogen. Ganz klar, Sache. Ah, ich nehme auch den Bogen. Teil 6. Man kann ja mal ganz kurz testen. Nee, das ist nur MG. Oh, geil. Uhu, Bogen ist geil. Oh, geil. Alter, der Bogen ist wirklich richtig genial. Zack. Pass mal auf, da kommt einer. Der steht da an so einem Pfeiler. Schieß mal den so auf Kopfhöhe. Den hat's bei mir nämlich an dem Pfeiler geheftet mit dem Bogen. Ich glaube, der hängt bei mir auch dran. Ja. Ja. Den hängt's am Pfeiler hin. Okay, da hat man schon. Hat man so, das jetzt drücke F kurz zum Zwischen deinen Waffenwechsel. Ob man das jetzt in das ganze Spiel überhaupt dann die Waffe? Ist das jetzt so eine Grundauswahl war? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber dieser Bogen, der wäre schon geil. Oh, okay. Den einen hat es bei mir einfach gerade wegkatapultiert, wo ich ihn mit dem Bogen abgeschossen habe. Der Bogen ist auch richtig cool, um so einen Fernkampf irgendwie zu machen. Oh. Alter, hat sie weit geflogen. Da oben auf dem Podest stand? So geflogen? Den hat's ganz weit hintergehauen. Ja, bei mir auch. Komm, jetzt treffe ich den nicht mehr. Will es jetzt auf Inferno machen. Sauber. Ich hab nicht gefailt mit der Entfernung. Ach, ich treffe die zweite oben nicht. So, einen habe ich jetzt noch. Hey, ich bin mal schneller als du. Was? Oh Gott. Was? Es gibt's nicht. Onkel ist schneller wie ich. Nein. So, was haben wir denn da hinten noch? So, haben wir noch Kisten. Kann man da noch was machen? Nee. Okay. Ah, dahinter muss ich. Okay. Okay, die Ballista, oder wie das heißt. Zack, ich drück mal. Oh, was sind das? Alter! Na, das ist nicht mein Entriegelungssystem. Oh, Sicherheitssystem, Hacker. Ja, pass auf. Stop touching me, you. Offen. Are my senses deceiving me? Operator, is that you? Enemy reinforcements are here. Ships up along. Diese Pfeile sind echt cool. The operator is in danger. I will need a few moments to cycle the engines. Verteidige das Schiff. Oh Gott, da kommen ganz schön viele von da oben. Alter Schwede. Wo kommt denn der her? Oh Gott. Hallo? Oh. Oh Gott. Oh. Warum? Geht es nicht? F drücken, ja. Oh, ich kann keinen Blitz mehr einsetzen. Das verwundert mich gerade. Mein Schiff ist ready. So. Teil 8. Flucht. Ich bin durch. Oh, ich noch nicht. Doch, jetzt. Flucht. 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 Und ein kleiner Ladescreen. Oh, ist aber schon vorbei. Oh, was ist denn jetzt hier? Operator, you have returned. I am Ordis, Ship Cephalon. A shadow of my former self. I cannot serve the operator in such a condition. Order me to self-destruct. I will understand. Okay, ich krieg hier ein tägliches, also täglicher Tribut natürlich. Perhaps there are systems left in the orbiter compartment. Okay, ich bin jetzt oben im Schiff.
Force-Preis. Those savages. Components have been removed. The lower orbiter compartments have no life support. Force-Preis. Schiffskommunikation wiederherstellen. Okay. Oh, man. Could be restored if the operator wishes it. Also das Raumschiff war, wo ich das gespielt habe, damals noch nicht da. Okay. Scanner aus. Was habe ich denn hier? Segment installieren, okay. Wo bist du denn? Du kannst da von der Luke da oben einfach geradeaus laufen, dann öffnet sich so eine Treppe, die geht nach unten auf und dann kannst du da runterlaufen. Und da muss ich ein Segment installieren, was ich jetzt auch mal mache. Okay, mach ich auch mal. X Arsenal. Ah, okay, da können wir unsere Waffen ausrüsten. Alter Schwede. Okay, Emotes. Ah ja. Ach ja, da kann ich mir. Was ist denn jetzt hier? Aussehen. Ach geil, da kannst du dir Skins kaufen für die Waffen. Ja, aber ich glaube. Ich glaube, das sind so echt Geldsachen wieder. Okay. Alter Schwede. Also ich denke mal, das rechte oben stehen ja die Münzen, das ist 3000 links und 50 rechts. Ich denke mal, die blauen, das ist bestimmt Ingame-Geld und 3000? Ja. Ich habe da 8000. Habe ich mir jetzt was gekauft? Nö. Haben wir nichts gekauft. Oh, ich habe 8000. Naja, gut. Ja. Na, vielleicht stimmt, siehst du, vielleicht musst du mal näher rankriechen, vielleicht ist das eine 3000. Nee, es sind 8, das sehe ich. Ja, ich denke mal, dass das rechte diese 50, die man wirklich dieses Ingame-Geld zahlen. Ah, hier kann man sich dann die Farben abändern. Ach geil, da kannst du auch je nach Rang Fähigkeiten dazu erlernen. So, wo sehe ich jetzt, welcher Rang ich bin? Ich glaube, ich bin aktuell Rang 0. Ja, Rang 0. Okay. Okay, gut. Das schaut aber schon mal relativ cool aus. Ich schau mal, wo es noch da überall hingeht. Ih, was denn das? Da kriecht irgendwas auf dem Boden bei mir rum. Ih, schaut ekelhaft aus. Keine Ahnung, ich bin noch hier am Aussehen. Okay, und da denke ich, geht's dann weiter, oder? Oder auch nicht. Na ja, das lasse ich mal alles noch so. X Arsenal, was ist das hier? Gerade mal anpassen, da bin ich immer sehr still, merke ich gerade. Energie. So, ich stehe jetzt oben wieder in dieser Kommandozentrale, ungefähr bei 20 Minuten. Ach, da bedeutet Energie. Moment, ich mache noch meinen Charakter schnell. Okay, kannst du gerne tun. Zufälliger aus. Nein! Oh. Scheiße. X für Sternenkarte. Oh, geil. Jetzt habe ich zufälliger aus, weil jetzt ist mein kompletter Charakter verworfen. Das mache ich aber auch irgendwie, wenn der mal gefällt. Die schauen schon sexy aus. Scheiße. Naja, ich lasse ihn so. Iron Man. So, was haben wir denn hier noch? Jetzt kannst du hier noch... Ach du Kacke. Den kannst du auch noch umwerfen. Du kannst ja alles umstellen. Ja, du kannst für die Waffen irgendwas kaufen, für deinen Charakter. Oder okay, alles mögliche. Okay, was gibt's denn hier noch? Ich renne mal ganz schnell noch weiter. Und dass wir hier umgucken, mich fix. Ganz kurz, dass wir den ganzen Anfangsmist alles im ersten Part drin haben. Also unten war ich mal, da ist noch irgendein Portal, da schimmert was davor. Oder so ein Tor, da schimmert was davor. Das kriegt man aber nicht auf. Und links und rechts, da links, das sind irgendwelche ekligen Viecher, keine Ahnung. Und rechts ist auch, ja genau, das ist auch zu.
Und was ich dann aber im nächsten Part ansprechen würde, oben, wenn du dann wieder in dieses Kommandodock reingehst, kannst du auf eine Sternenkarte zugreifen. Ich denke, da können wir dann irgendwo hinfliegen. Okay, gut, das machen wir dann. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nächste Woche wieder, ja? Wird das jetzt wöchentlich auch wieder bloß ein Part, ja? Ja, würde ich sagen, oder? Okay. Wie Star Trek. Dann sehen wir uns dann nächste Woche und ja, ich sehe ein bisschen Iron Man-mäßig aus. Und ja, dann bis dahin. Tschüss. Ciao.